Seht das an hier echt. Das wächst ja wie verrückt, ey. Das ist irgendwie so ein offener Garten oder sowas. Projekt. Ja, das wächst ja aus irgendwelchen Hochbeeten. Kübeln. Vielfältigste Sachen. Das sieht aus wie Gurke oder ist aber glaube ich keine. Irgendwelche Herbst hier. Bin mal gespannt, ob das hier bestehen bleiben kann. Oder ob hier tatsächlich weitergebaut wird. Das wäre echt schade. Scheint ein recht cooles Projekt zu sein. Okay, das ist der Hafen. Öffnungszeiten im Gartenbereich sind Februar bis Oktober, November bis Januar. So, ich bin mal reingegangen. Darf man. Aber schon cool, was hier alles wächst. Ja, Wahnsinn. Tja, und alles sind irgendwie gar nicht großartig Beete, sondern zusammengezimmerte Kübel. Dann gleich ein bisschen künstlerisch gestaltet. Hier mit den Dosen oben drauf. Nicht schlecht. Gefällt mir. Da wachsen Auberginen. Chilis. Ja, und hier oben? Keine Ahnung, hier haben wir die Kürbisse. Oder Gurken oder. Auch eine interessante Bohnensorte hier. Auch ganz interessantes Kraut hier. Noch nie gesehen. Ich bin eigentlich schon ausgewiesener Gärtner, aber ich weiß trotzdem nicht alles, was hier so alles rumwächst. Doch exotisch teilweise. Hier steht einer auf Chilis, alles voller Chilis hier vorne, die ganze Ecke hier. Ist das hier alles? Ich bin mal reingegangen hier. Hier wächst alles oben drüber. Und von oben, oben runter. Kannst dann von oben hinten. Und da hinten wächst was. Ja, cool. So, ich habe gerade mal mit einem gesprochen hier. Er sagt, dies Jahr wäre nicht so gut. Das sehe ich irgendwie ganz anders. Na gut, da sind viele auch Asiaten, die hier pflanzen. Die haben natürlich asiatische Gemüse auch angepflanzt. Und die brauchen dauerhaft eben 25 Grad. Und das wird dies Jahr nicht der Fall. Da wird es rauskommen und gleich kaputt gehen, weil es zu kalt wird. Das soll man gar nicht glauben. Ja, verrückt, aber hier wächst doch so viel. Ja, hier ist dann eher ein Blumengärtner. Ja, oder Geranien. So, das ist dann hier der allgemeine Bereich. Hier gibt es ein Lagerfeuer rund um uns. Ja. Cool. Hier wachsen gelbe Tomaten. Sind wie eine. Wie eine Birne sieht das aus, das Ding. So, alles gesehen. Fantastisch. Cooler Garten. Und fast alles, nicht fast alles, also größtenteils in Töpfen, selbstgezimmerten Kisten. Einwandfrei, sehr schön. Und es wächst wie verrückt. Gute Pflege. Und da können die sich echt schon versorgen, da vorne, die Jungs.
Da haben wir dann Paprika. Drin die Schafen und hier. Ja, können noch Chilis sein. Eher eine andere Sorte. Wir wissen es nicht. Mit dem Kollegen habe ich vorhin mal gesprochen. Eine interessante Blüte hier. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das Okra. Hier sind auch wieder so spezielle Tomaten. Kann man es erkennen. Ja. Aber gut, wenn hier viele Asiaten sind, dann erklärt sich auch, warum hier so viel Chili rumsteht. Und alles. Wie hat der Kollege gesagt, scharfe Chilis. Das ist wie im Dschungel hier. Da, kleine Auberginen, guck. Aber was das ist, weiß ich nicht. Das hier. Das da. Na, hier wächst ein bisschen Kleines. Hier ist ja pelzig. Die Erbsen her. Ich hoffe, das seid ihr nicht drunter gucken. Ja, den Höller machen wir. Da wächst was. Das war Art Gurke. Hier auch. Ein Insektenhotel. Wo wohnt jemand? Ja, was das jetzt hier ist, wissen wir auch nicht. Hier war das asiatische Küche. Und wenn man essen kann, die Blätter oder die Stiele. Das hier. Gibt es die verschiedensten Sachen. Das da, weiß ich nicht, was ist. Kommen wir hier zu. Kann ich auch nicht. Wird schon mal abgeschnitten und wächst wieder nach. Wir wissen es nicht. Ein bisschen heller machen, so. Da wächst so ein Ding. Ja, was das ist. Das ist aber nochmal größer, ja. Ja, hier und da ein paar Blümchen dazwischen. Und da wachsen die richtigen Chilis. Die kleinen, roten hier. Ich glaube schon, dass die scharf sind. Die hier. Ich habe eine geklaut jetzt. Die sind scharf. Junge, hast noch keine Angst, ne? Sieht so ein bisschen zerfleddert aus. Ich bin zu frei, klau eine Tomate. Klau mal eine. Schieben wir uns wieder. Ja, war schön. Und einen Blick durch da. Und tschüss. So, habe ich dann auch mal wieder zufällig entdeckt hier. Das kommt auf, wenn man nach Feierabend ein bisschen spazieren geht. Aber es ist ein cooler Garten, schönes Projekt.
gefällt mir. Machen wir eine Besichtigung wert. Gut. Dann war es das. Zumindest mal hier aus dem Garten. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal Daumen hoch. Und wir sehen uns aus Deutschland. Bleibt gelassen, Freunde. Und schaut mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Ciao.